viel von uns zuging. Das habe ich dort noch hinein ergänzt und gesagt, dass es für mich völlig unverständlich wird, vor diesem Hintergrund weiterhin an einer Hermesbürgschaft für Atomkraftwerke in Brasilien festzuhalten. Nicht nur deshalb, weil wir sie bei uns ja mittlerweile der Reihe nach abschalten wollen. Und auch hier sollte sich meines Erachtens die CDU-CSU und die FDP dem gesellschaftlichen und politischen Konsens verpflichtet fühlen, der ja mittlerweile nicht zuletzt durch die Frau Merkel im Frühjahr noch einmal in einer fulminanten Kehrtwende der bisherigen Politik so eingeleitet wurde. Also mir persönlich fällt jedes Verständnis dafür vor diesem Hintergrund, dass man hier in Deutschland endlich nach vielem und zähem Ringen so weit kommt, die Atomtechnik für verzichtbar zu halten, dass man dann in anderen Ländern dieser Welt eine lebensfeindliche und wirklich nicht beherrschbare Technologie, die, wie wir ja schon wiederholt haben, schmerzlich erfahren müssen, dass wir hier mit Staatsmitteln, mit einer Staatsbürgschaft, denn nichts anderes ist eine Hermesbürgschaft, den Bau eines solchen Kraftwerks ermöglicht. Durch diese Staatsbürgschaft, diese Hermesbürgschaft, wird wieder aufs Neue deutlich, dass wir hier in Deutschland, aber inzwischen wahrscheinlich schon fast in ganz Europa, zwar dem Namen nach Demokratien sind, aber wir waren bzw. wir werden immer mehr Lobbykratien. Das heißt, die wirtschaftlichen Mächte, um mich mal so auszudrücken, da kann sich jeder was drunter vorstellen, die bestimmen, wie die Politik gemacht wird. Und unsere Volksvertreter, unsere Bundestagsabgeordneten, die kommen dann zusammen und dürfen nur noch abnicken, was die Regierung ausgekugelt hat. Das können Sie feststellen, jetzt bei den großen Rettungsschirmen, den EU-Rettungsschirmen. Und das kann man feststellen an dieser Sache auch. Die Sache ist eigentlich für die Profiteure schon lange in trockenen Tüchern. Und wenn wir hier stehen und darauf aufmerksam machen, dann ist die Sache, so fatal das ist, fast nicht mehr aufzuhalten. Nicht wahr, Herr Bartle? Sie wissen doch, was Sie tun. Und Sie wissen auch, wem Sie verpflichtet sind. Nämlich nicht Ihren Wählern, die weder Atomtechnik noch Gentechnik noch andere Techniken wollen, sondern Sie sind verpflichtet, Ihren Geldgebern, Ihren Nebeneinkünftegebern. Dankeschön. Das ist ein Misserfolg.